Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit mir, dem Tops. Ich wünsche euch einen wunderschönen, ziegelsteinigen Tag. Ja, sagt man das so? Ja, ja, hoffe ich mal. Auf jeden Fall, wir sind wieder hier bei Minecraft Galactus in dem galaktischsten Gebäude, was es gibt, weil das hier das schönste Haus ist, was zumindest momentan da ist. Ich weiß, Flo, sein Haus sieht auch nicht spät aus, aber meins ist auch. Um einiges besser, auch selbst wenn es noch nicht ganz viel ausgestattet ist. Ah, verzeiht mir Leute, ich bin vorhin erst aufgestanden, deswegen bin ich vielleicht ein klein wenig verwirrt. Aber, meine Damen und Herren, ich dachte mir, ich zeige euch mal, was hier mittlerweile neu ist oder gesagt, was sich ein bisschen verändert hat in diesem Haus. Und zwar haben wir wieder ein paar Fanarts hinzugefügt. Und das Lustige ist, bei Apollo gab es ja damals schon eine Person, die hat geführt 100 Fanarts gezeichnet, wo andere Leute irgendwie 2-3 Fanarts in der Zeit gemacht haben, hat die Person 100 Fanarts gezeichnet. Und die Rede ist von Whippy, ja. Whippy ist einer aus meinem Bauteam und die zeichnet auch übelst gerne Fanarts. Und das sind hier so ein paar Fanarts von ihr aufgehangen. Hier sieht man zum Beispiel Lilith, so in der Adelskleidung, sieht richtig cool aus, sieht richtig toll aus, auch mit der Brille und was weiß ich alles so. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde das extrem cool gemacht. Dann hat man hier drüben, wenn ich mich nicht täusche, ja, hier drüben hat man auch wieder eins, das ist wieder so ein Porträt von Dingens, ist von Whippy. Es ist, sieht halt echt legit richtig gut gezeichnet aus. Es ist halt auch wieder so ja, Porträt und was weiß ich alles, so die Augen und so weiter. Weil Lydia, die hat ja irgendwie 2 verschiedene Augenfarben. Sieht echt cool aus und so. Aber ja, gut. In der letzten Folge, was habe ich in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, in der letzten Folge, genau, da war das ja mit dem Zoo, ne? Da habe ich ja den anderen einen Zoo gebracht und so weiter und habe so es aussehen lassen, als ob irgendwie Flo bei Easy irgendwie einen Zoo gemacht hat und irgendwie Easy bei Flo, irgendwie so habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und das Schöne ist halt so, wie ich das ja herausgekriegt habe, ist Flo, wie ich auch bei der Falle gestorben oder so. Also Leute, das war richtig schön. Das zumindest habe ich in den Kommentaren gelesen. Ah, Flo ist in der Welt gestorben. Okay, und das Schöne ist, ich habe jetzt so Hunger, aber ich kann diesen Hunger ganz einfach wegmachen, indem ich mir diesen Eimer hier platziere. Und jetzt mal kurz zum Spawn fliege, mal schauen, ob es irgendwie was Neues gibt, ob man sich da irgendwas kaufen kann. Ob es denn da irgendwie was gibt, was jetzt, wird jetzt zum Beispiel sich lohnenswert wäre zu holen, weil wir haben ja wieder ein bisschen Geld gekriegt, ne? Und das Ding ist halt, ich bin echt momentan überlegen. Ich will jetzt neue Shops machen. Ich weiß noch nicht genau welche, weil ich habe echt viele verschiedene Ideen, was man machen kann. Denn es gibt da echt genügend Sachen, die man sich herstellen kann und was ganz lustig ist. Und warum ist okay, weißt du was, ich frage mich einfach nicht nach. guten Tag, habe ich hier irgendwie eine, ich habe keine Post gekriegt, weil mir niemand Post schreiben will. Da muss ich mal schauen, also wie es aussieht, gibt es bestimmt auch keine neuen Angebote, oder? Ich möchte mal schauen. Nee, es gibt keine neuen Angebote, aber ich könnte mir mal hier... Ich bin überlegen, ob ich mir mal einfach so schauen soll, dass ich vielleicht derjenige bin mit den meisten Leveln auf dem Server, weil das ist sozusagen mein Ziel, Sinn und Zweck und ich möchte auch schauen, dass ich mir vielleicht nochmal später eine automatische EP-Farm mache. Wenn ich mir eine automatische EP-Farm mache, dann kann ich irgendwie Sachen verzaubern, kann ich irgendwie Bücher anbieten und so weiter und alles das, so ein bisschen so dass die Leute halt auch, dass die anderen auch einen Grund haben, wirklich bei mir einzukaufen. Dann werde ich natürlich auch gucken, weil Mending war ja, irgendwie habe ich bei Apollo richtig billig reingeschickt. Wenn es Mending gibt, dann verkaufe ich das richtig teuer, weil Mending ist ja eigentlich ganz, ganz gut. Weil dann kann man mit Erfahrungspunkte regenerieren. Wenn man Erfahrungspunkte irgendwie schaffen kann, verkaufen zu können, dann wäre das extrem nice. Ich weiß noch nicht genau, ob das irgendwie geht mit einem Mod, ob man die irgendwo einfangen kann oder ob man die irgendwie... Ich glaube, es gibt sogar Vanilla irgendeinen Trick. Ich weiß nicht genau, wie das ging. Falls es euch einfällt, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Was ich auf jeden Fall vorhatte, ich wollte heute mal vorbeischauen. Und zwar bei Pingu. Ich hoffe, Pingu ist da. Ist Pingu in seinem Iglo? Pingu, Pingu, Pingu? 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 Hallo, Pingu? Wo bist du, Pingu? Pingu? Da ist Pingu! Moin Pingu, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Bock hast, mit mir rüber zu gehen zu dem Labor, zu Cypher, um mal ein bisschen zu schauen, was da war, weil mich interessiert echt mal, was jetzt noch in diesem ganzen Labor-Bunker-Gedöns da ist und was jetzt nun mal halt so Sache ist. Denn das Ding ist halt, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie es da jetzt weitergeht, weil irgendwie ist hinter jedem Raum irgendeine Überraschung oder so, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, weil wir hatten ja irgendwie so einen Teleportationsraum, den es irgendwo hin teleportiert hat, weil das machen Teleportationsräume, bei Teleportation steht ja Name und
deswegen bin ich halt leicht durcheinander. Also Pingo, kommst du hinterher? Ich weiß es nicht. Also da ist Pingo, okay. Ja, das Ding ist halt, Leute, ich weiß halt momentan nicht. Ich weiß auch immer nicht genau, wie ich Cypher finden soll. Einer meinte irgendwie, dass das irgendwie nur ein Fehler gewesen ist, was ich alles, weil Cypher irgendwie alt ist. Keine Ahnung, Leute, ich weiß auch nicht so genau, ja, müssen wir halt gucken. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau, das ist halt nämlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen seltsam, weil, guck mal, ne, das Ding jetzt war mal auf, jetzt ist, war mal zu, jetzt ist es wieder auf und das hat ich alles, ich hoffe, dass das irgendwie, Cypher, hallo? Das waren nicht die letzten Male hier irgendwie, Cypher? Hallo? Cypher? Keine Ahnung. Cypher, hallo? Bist du da? Vielleicht ist er drüben bei diesem komischen Teleportationsraum, weil da war das letzte, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Und, hier ist er auch nicht. Ja, hä? Wo ist denn Cypher hin? Der war doch die ganze Zeit hier. Ja gut, ne? Das Ding ist halt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, du hast Cypher noch nicht gesehen, ne? Du hast ihn noch nicht kennengelernt, oder? Nee, okay. Ja, keine Ahnung, wo ist Cypher denn hin? Ist er irgendwo... Warte mal. Der Raum ist neu, das steht schon mal fest. Leute. Was ist das für ein Raum? Okay. Pingo, du hast nicht zufällig eine Ahnung, was das hier ist, oder? Hä? Ja, was denn? Was ist denn los? Du hast keine Ahnung, ne? Das Ding ist... Hä, was ist das? Was sind das für komische Geräte? Was sind das? Hä? Ey, Junge, ich weiß nicht, was das für ein Ort sein soll. Pingo, hast du eine Ahnung? Ich bin da irgendwie... Guck mal, das sind irgendwelche Tanks. Ich weiß nicht... Was machen die? Ich kann doch die Stichsprache nicht lesen. Kann jemand von euch diese Sprache lesen? Ist das, keine Ahnung, ist das Französisch? Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus. Leute, ich bin irgendwie total durch den Wind. Pingu? Ja, was ist da? Ist das irgendwas? Ja, Pingu? Was, Pingu? Pingu? Hallo? Pingu? Geht's dir gut? Pingu? Muss Pingu sich irgendwie ausziehen oder so? Oder umziehen? Ich weiß auch nicht genau, ist das eine Umkleide? Pingu? Warum blitzt es denn da so? Oh nein, das ist bescheuert. Pingu? Bist du noch da? Was da? Pingu? Pingu? Was ist das? Warte. Ist es irgendwie so... Kann es sein, dass es irgendein genetisches Veränderungsding ist? Pingu? Mach das nochmal, bitte. Pingu? Kann es sein, dass du jetzt eine... Kann es sein, dass es irgendwie so ein Fähigkeiten-Erwecker-Dingens ist? Oder... Okay. Ich glaube, ich muss mal auf Cypher warten. Herr Pingu? Okay, Pingu, okay, das Ding ist halt, ich bin momentan sichtlich bis mittelstark verwirrt. Pingu, du weißt nicht, was das ist, oder? Du hast keine Ahnung, aber dir gefällt's, oder? Ja, okay, dachte ich mir. Der Pingu, bitte, also, hey Leute, ich bin irgendwie total, ich bin gerade mega verwirrt, Leute. Das Ding ist halt, Ist Cypher denn nirgendwo hier? Der muss doch... Nicht, dass Pingu... Irgendwas mit Pingu, irgendwas Schlimmes passiert. Nicht, dass du weißt nicht, dass er dann irgendwie so ist wie Hulk. Dass er so zwar Fähigkeiten hat, aber dann im Endeffekt dann irgendwie anfängt, auf einmal irgendwie Autos umherzuschmeißen. Ich meine, das wäre schon cool, so Autos umherzuschmeißen. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie Flo sein Autos wäre. Und das wäre schon ganz lustig. Deswegen, ach, keine Ahnung. Hä? Oh, komm schon, bitteschön. Das ist doch... okay. Mal kurz überlegen. Das heißt... Pingu hat jetzt da eine Fähigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt da reingehen würde, würde ich dann auch eine Fähigkeit kriegen oder so? Ich bin mir unsicher. Ich meine, wenn man drüber nachdenkt, wenn Pingu da reingeht, kriege ich dann vielleicht auch so eine Fähigkeit irgendwie zu Dingsen oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht so. Das ist halt das Ding.
ich würde halt auch gerne eine Fähigkeit haben. Wisst ihr, so. Ich meine, ich habe jetzt die Fähigkeit, hoch zu springen und ziemlich gut auszusehen. Und das Ding ist halt, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich möchte auch eine coole Fähigkeit. Ich meine, wenn es jetzt eine sichere Art gibt, eine Fähigkeit zu kriegen, dann würde das wahrscheinlich jeder von uns machen, oder? Okay, Leute, wenn ihr die Möglichkeit hättet, ne, eine Fähigkeit zu haben, welche ihr auch immer haben wollen würdet, sagen wir auch vielleicht aus irgendeinem Film, irgendeinem Anime, irgendeiner Serie, welche Fähigkeit wäre das? Das würde mich mal mega interessieren, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Und was ich euch hier noch zeigen wollte, das habe ich wahrscheinlich vergessen zu zeigen, ich habe hier mir durch den Wizard-Stern, also den Nether-Star, habe ich mir hier diesen coolen Beacon gemacht. Der geht nach oben und der sieht richtig nice aus, wenn man mal, ich kann jetzt mal schauen, wo es jetzt nochmal nach oben ging. Weil ich habe das so gemacht, man kann ja die Farbe ändern. Ich habe gesehen, der Strahl war eben rot, ne? Eigentlich ist er standardmäßig weiß. Und ich habe das so gemacht, dass ich dann hier so Glasdingens platziert habe, so Glasplanes und habe die einzeln platziert aufeinander. Und dann sieht das so aus wie so ein Regenbogen. Sieht richtig cool aus, finde ich, Leute. Wie findet ihr das? So ein Regenbogenstrahl. Cool wäre es, wenn man dann noch irgendwie die Farbe ändern könnte an sich, aber muss man halt schauen. Ja, Pink, was ist denn? Willst du mir irgendwas zeigen? Ja, du willst auf den, willst auch da hoch, oder wie? Willst du auch da hoch? Nee, ne? Oder ja, du willst auch da hoch. Dann habe ich irgendwas zum Platzieren. Hier, denn da, bitteschön. Das Ding ist halt, ich bin überlegen, ich habe noch Bedrock, ne? Und mit diesem Bedrock kann ich bestimmt noch einiges Lustiges anstellen bei Flo. Ich will überlegen, ob ich vielleicht nicht einfach mal so, wie er es immer gerne macht, einen Bedrock, einen Picture Frame in den Bedrock einbauen würde, um dann halt Flo fertig zu machen. Und deswegen, so, das Ding ist halt, keine Ahnung. Okay, Pingu. Es sieht cool aus, ne, Pingu? Oder ja, es sieht cool aus, weil ich frage den Pinguin, ob es cool aussieht, weil er vom weil er vom Nordpol kommt. Oder warte mal. Kommen Pinguins vom Nord- oder Südpol, Pingu? Weißt du das? Ja, du weißt das. Okay, von was kommst du denn jetzt? Vom Nordpol? Oder Südpol? Also, das kann ich jetzt so schlecht deuten. Ich glaube, Pingu weiß es selber nicht. Okay, natürlich. Das Ding ist halt, ich muss mir noch ein paar Sachen überlegen, was ich machen kann. Und wenn ihr euch fragt, ne, warum ich jetzt so viele Diamanten habe, ich habe jetzt ein paar Mobs gekillt und habe mir diese komischen Diamantkisten, ne, die haben irgendwie eine relativ seltene Chance. Da habe ich mir die jetzt öfters gekillt. Pingu hat mir auch dabei geholfen. Weil Pingu ist ein richtig cooler Pinguin. Versteht ihr, was für cooler Pinguin? Und das Ding ist halt, es ist richtig nice. Aber was auch ganz nice ist, Leute, werdet auf jeden Fall Mitglied, weil dann werdet ihr hier an dieser Wand verewigt. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr auf den Discord unten in der Beschreibung geht, wenn ihr auch generell mir mal ein paar Fragen stellen wollt, unten auf den Discord geht, könnt ihr auch, wenn ihr Mitglied seid, euren Minecraft-Namen dazu schreiben. Dann werdet ihr hier mit euren Kopf verewigt. Das heißt, ich dann kann euren Kopf, euren Minecraft-Kopf dann verewigen. Und das ist das Schöne, dann seht ihr euch sozusagen hier den Skin anstatt meinen Kopf und so weiter. Da ist es so Platzhalter. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr da angezeigt werdet und dass ihr sozusagen da verewigt werdet. Das ist halt ganz nice. Und ja. Und dann auch, was auch ganz wichtig ist, auf meinem Server cg.games müsst ihr auch mal unbedingt vorbeischecken. Ist nämlich der beste Server, den es gibt und den es jemals geben wird. Das heißt, die anderen Server, die irgendwie kommen und gehen, die da sind, die sind nicht so toll wie mein Server. Mein Server ist der beste. Weil da richtig viel Mühe ist und so weiter. Und ja, na gut. Naja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schlaft schön, träumt was Schönes. Wir sehen uns dann auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.